Hoppala, nicht aufstoßen, das ist ganz schlecht in einem Let's Play, aber naja, was sage ich euch das? Ihr kennt das ja. Hoffe ich. Also ich weiß gar nicht, wie viele von euch Let's Playen auch? Also ein paar Mal. Ab und zu findet man in den Kommentaren, beziehungsweise in, was weiß ich, Freundesanfragen oder ähnlichem dann auch mal Let's Play, Punkt, 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 also LP, Punkt, Punkt, Punkt. Gibt's schon öfter Let's Player unter euch, aber ich weiß gar nicht. Ist bestimmt mal interessant zu wissen, wie viel Prozent der Let's Play-Gucker momentan jetzt wirklich Let's Playen. Also, ich nehme mal an, das ist ein beachtlich größerer Teil, als das zu Anfang der Let's Play-Zeiten war. Weil, ganz einfach, irgendwie hat sich dieser Hype ausgeweitet. Und jeder, der Let's Plays geguckt hat, wollte dann selbst Let's Playen. Und dieser Trend ist mittlerweile schon relativ weit fortgeschritten. Das ist irgendwie faszinierend, wie man die Massen dafür bewegen konnte zu Let's Playen. Ja, und ich laber hier schon wieder und laber und hab jetzt gar nichts mehr zum Spiel gesagt, aber naja. Da unten haben wir gesehen, wir brauchen noch Mario für diese eine 3D-Sicht da. Also mit Luigi geht zwar vieles, aber auch nicht alles. Von daher immer schön parat halten, den guten Mario. 3D-Sicht ist nie schlecht und Items gibt es ja immer mal gerne. Wobei ich glaube, dass es hier bei der Treppe tatsächlich sehr wenig gibt. Bis gar nichts. So, den kriegen wir, dann auf den und nochmal auf den. Und yes, sir. Schöne 800 Punkte, nee, 1000, nee, Alter, ach, keine Ahnung. Irgendwas Punkte abgeräumt. Ich glaube, es waren 800, ja. Hier ist noch so ein kleiner, grüner Mann, Heini, whatever. Ah, der hat eine Fangkarte. Fangkarte meine. Danke. Den Stachy habe ich nicht gekillt. Habe ich Stachys schon als... Ich glaube, ich habe Stachys schon, oder? Gucken wir einfach mal. Stachy, 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 Stachy? Stachy? Wo bist du? Okay, ich hab sie nicht. Gut. Vergessen wir das und fangen sie uns. Ich hoffe, das klappt. Ich habe keine Ahnung, wie ich... Also, ja, keine Ahnung. Kann man die Fangrate hier verbessern? Wir könnten ihn vielleicht durch den Kopf drehen irgendwie mit... Naja, ist ja auch Wayne, wir haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, kann man die Gegner auf den Kopf drehen mit Knüppel? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich bin da immer noch so ein bisschen anhänglich an die alten Teile. Moment, wo war Stachy jetzt? Eieiei, wenn man es mal nicht findet, dann... Ah, da haben wir noch. Gute Sache. Maximal KP 4, Angriff 2, Defensive 3. Auf diesen Bösewicht solltest du lieber nicht treten. Das könnte nämlich sehr schmerzhaft werden. Sie sind von Geburt an mit spitzen Stacheln übersät. Nur wenige haben das Hobby Stachys umarmen. Ja, das endet auch ab und zu in Masochismus, habe ich gehört oder so, aber naja, ist ja auch egal. So, hier haben wir zwei Wege, kann das sein? Oder war das nur ein Weg? Bin mir jetzt unsicher, gab es hier links nicht noch was? Ja, hier gab es auch noch was. Gut, zwei Wege, wir dürfen uns endlich mal entscheiden. Und das macht das Ganze so ein bisschen nervig. Weil jetzt kann man sich vertun. Nein, du tust mich nicht, mein Freund. Du stirbst lieber mal. Aber den hier nehmen wir doch gerne mit. Genau. Und gibt es hier noch irgendwas? Wahrscheinlich, vielleicht, kein Plan. Hier gibt es nichts. Ja, gehen wir lieber nochmal nach links. Ich habe ja keine Ahnung. Gibt es hier noch irgendwas Tolles? Hier geht's hoch. Okay, ihr merkt, das Ganze wird ein wenig vertrackter. Aber hier haben wir noch was Schönes. Genau, ein Speicherpunkt. Und dann gehen wir mal durch die Tür. Weil Türen sind immer schön, zumindest wenn da nicht Ende von Treppe steht. Weil dann sind wir irgendwo in einem Spezialraum. So, hier haben wir... Okay. Yes! Wir haben Peach gefunden! Way! Mario, sieh nur! Peach! Jo, das hätten wir jetzt auch nicht bemerkt oder so. Prinzessin Peach, hey, aufwachen! Prinzessin! Das wundert mich jetzt, weil... Oder nee, ist das Luigi, der das sagt? Ich glaube, es ist Luigi, der das sagt. Prinzessin Peach, hey, aufwachen, Prinzessin! Jetzt fängt es aber auch langsam an zu nerven. Aufstehen! Diese Frau scheint absolut keine Schlafprobleme zu haben und diese Geräusche... Ich nehme an, ihr seid die so oft erwähnte Prinzessin Peach, nicht wahr? Oh ja, hallo Libidi. Sie hat von der goldenen Frucht gekostet. Mir scheint, mit ihrem Verstand ist es nicht weit her. Goldene Frucht?
Ja. Hallo, Golden. Hier einfach mal wegschmeißen. Oben droben ist reich an Bäumen mit voller Früchten mit, was? Oben droben ist reich an Bäumen voller Früchte mit gar wunderlichen Effekten. Die goldene Frucht macht so zufrieden, dass von ihr Naschende sofort einen tiefen Schlaf fallen. Und wenn ich tief sage, dann meine ich tief. Die Art Schlaf, der wohl an die 100 Jahre dauern mag. 100 Jahre? Du machst wohl Witze. Ich als geduldiger Cooper, ich bin ein geduldiger Cooper, aber alles hat seine Grenzen. Dibidi, gibt es denn keinen Weg, sie früher zu wecken? Wie soll ich denn an solches Wissen gelangen? Haltet einen Moment inne. Ich erinnere mich an meines Vaters Worte aus längst vergangenen Tagen. Er erwähnte einmal einen Baum, welcher die Tabufrucht trägt. Man sagt ihr die Fähigkeit nach, nahezu jeden sofort aufwecken zu können. Tabufrucht? An welchem Baum wachsen denn diese Früchte? Pah, das entzieht sich meiner Kenntnis. Alles, was wir wissen, ist, dass wir eine Frucht finden müssen? Na wunderbar. Also gut, wir sollten jede Frucht sammeln, derer wir habhaft werden können. Diese Prinzessin, jeder hier scheint voller Hochachtung für sie zu sein. Tut, was ihr wollt. Ich werde nicht helfen. Ich schmolle. Na, dann tu das. Bitteschön. So. Und aus dem Grund habe ich eben auch den Apfel mitgenommen. Weil wir müssen natürlich testen, ob der Apfel der richtige ist. Und geben Peach jetzt einfach mal den blauen Apfel. Ja. Und... ich hoffe, dass dies die Prinzessin Peach aufwecken wird. Ja. Das war wohl eine gänzlich andere Wirkung. Diese Frucht war es wohl nicht. Ja. Komischerweise wird sie danach direkt wieder groß. Das wäre jetzt auch geil, wenn wir dazu jetzt noch die Riesenfrucht finden müssen. Die Peach wieder von einer kleinen winzigen Prinzessin in einen Riesen verwandelt. Beziehungsweise in dem Sinne dann eher... in eine größere Prinzessin. Ich weiß nicht, gehen wir hier rechts? Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, rechts war der bessere Weg. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen sowieso... also, wir gehen sowieso alle Wege ab. Von daher ist das auch relativ egal. Also, hier gibt's noch... ah, hier gibt's eine Tür. Gut. Aber da unten links gab's, glaube ich, auch noch was. Ich weiß es nicht. Gucken wir uns einfach mal hier um. Hier ist ja was Schönes. So ein paar Wolken. Und rechts hoffentlich wieder ein Baum. Ja, an den Türen befinden sich jetzt eigentlich immer Bäume. Das kann man so festhalten, weil, naja, die brauchen wir ganz einfach, um Peach jetzt wieder aufwecken zu können. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, eben ganz viele von den Äpfeln zu finden. Und, naja, gut. Dann die Tabufrucht eben per Ausprobieren herauszufinden, was es ist. Wir könnten natürlich auch logisch nach Farben probieren, sie herauszufinden. Wobei, naja, also ausprobieren hilft eher. Ja, so, dann gehen wir einfach mal nach rechts und hier, ja, hier ist der Baum. Rote Früchte, genau. Dann nehmen wir uns natürlich auch mal wieder so viele mit, wie wir uns geiern können. Weil rote Äpfel brauchen wir zum Kochen sehr häufig, um nicht zu sagen, naja, gut, nicht so, naja, es geht. Also, nicht sehr häufig, wir brauchen auf jeden Fall einen, glaube ich. Und ich weiß nicht, vielleicht sogar zwei? Ein, zwei, irgendwie sowas. Also sehr häufig ist übertrieben, definitiv. Aber dadurch, dass es die eben nur hier gibt, würde ich sie auch dann gerne mitnehmen, wenn ich einen finde. So, hier war nichts mehr. Gute Sache. Dann können wir ja jetzt uns voll und ganz auf den linken Weg konzentrieren. Wo es hier nochmal weiter nach oben ging, hier auf den Plattformen. Meine ich mich jedenfalls so grob dran zu erinnern. Ja, speichern müssen wir jetzt nicht mehr. Gibt's hier noch irgendwas Schönes in der 3D-Sicht? Sieht eher weniger so aus. Da hätten wir eine Wolke. Das können wir uns mal in Erinnerung behalten. Aber hier ist das mal eine schöne Truhe. Oh ja, ein schönes Pilzmix. Oder ein schöner Pilzmix wohl eher. So, du kannst mal werfen und jetzt stirbst du. Ja, Lakitus sind in dem Spiel hier wirklich leicht zu besiegen. Während man sie aus anderen Mario-Spielen ja eher so als... eher schwierig ansieht. Hier geht es ja. Definitiv. So. Hier ist, glaube ich, schon das Ende. Ende von Treppe 4, ja. Aber an der Stelle wollen wir noch nicht ans Ende von Treppe 4. Wir wollen erst nochmal hier nach... Mist! Ach, das war ja hier. Och, ich bin so ein Depp. Ja. Mit Peach wäre das Ganze dann
Ja, danke schön. Verarsch mich noch mehr. Mit Peach wäre das Ganze dann tatsächlich noch ein bisschen einfacher, weil da könnten wir einfach mit ihrem Schirm hier so ein bisschen hin und her schweben. Da müssten wir nicht immer, wenn man hier springt, präzise irgendwo drauf zu landen, erfordert entweder gute Reaktion oder Glück. Und beides habe ich selten, muss ich sagen. Aber wenn, dann eher zweiteres. Also mein Reaktionsvermögen, ich weiß nicht. Ich würde es jetzt nicht als derbe schlecht bezeichnen, aber es gibt Leute, die reagieren definitiv schneller als ich. Man siehe MKW zum Beispiel. Also viele von euch kennen meine MKW-Let's Plays und wenn ich da mal kurz vermeinte bin. Hier orange Frucht. Da kriegen wir sogar einen Hinweis und zwar müssen wir jetzt in die 3D-Sicht wechseln, wo wir dann hier unglaublicherweise was finden. Und zwar hier die Tür. Ich habe... Boah, meine Fresse. Das war jetzt echt ungünstig, das tut mir leid. Ich werde versuchen... Ja, das war dämlich. Ich werde versuchen, das jetzt gleich ein bisschen sicher rein über die Bühne zu bringen. Irgendwie, irgendwann, irgendwo... Hier gibt es nicht wirklich was Tolles. Ah ja, hier, gut. Ich vergesse schon wieder, wo die Wege sind. Das ist nicht gut. So, hier war... Genau, hier war die Orangenfrucht. So, und dann... So, jetzt hier wieder in 2D und jetzt hier rein. Ist doch nicht so schwer, ganz ehrlich. Jo, und dann haben wir hier noch so schönen Baum mit einer orangenen Frucht. Orangene Frucht werden wir uns erstmal nur eine mitnehmen, weil, unser Inventar ist ziemlich voll. Und ja, ich denke, eine Frucht von jedem wird reichen. Die werden wir Peach dann zum Fraß vorwerfen und... Sollten wir eventuell mehr, weniger brauchen, dann schickt das auch so, ja. Gut, hier dann weiter. Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum ich das Inventar so leer gemacht habe. Also wenn man hier wirklich alle, ja, wenn man hier dauernd auswechseln muss, müsste man ständig wieder zurück zu Peach rennen, was dann irgendwie... Ich finde es nicht so prickelnd, dauernd hin und her zu laufen. Wenn wir jetzt hier so weitergehen, dann müssen wir nämlich, ja, sammeln wir in einem Zug mal alle Früchte... Und dann probieren wir im Nachhinein einfach alle hintereinander aus. So, Treppe 5. Ja. Sind ja schon relativ weit vor. Okay, hier sind anscheinend... ich dachte, hier wären zwei hintereinander, aber... Nein, das war dämlich. Hüppadubada. Nee, das wird nichts. Hätte ja mal klappen können, aber nee. Die habe ich schon falsch gedreht. Ja. Die wollten schon nicht mehr. Hier rechts war nichts mehr. Dann gucken wir uns mal auf der anderen... Ah ja, hier. Das sieht doch schon sehr verdächtig aus mit der Tür hier. Könnte es hier eventuell wieder einen Baum geben? Ich weiß ja nicht. Es ist ja sehr naheliegend. Was? Ah, gut. Ja. Der Baum hängt dann mal irgendwie schräg. Hier haben wir noch einen rosa Apfel. Ja. Okay. An der Stelle können wir dann, denke ich... Was werfen wir weg? Wir werfen... Den Hartpanzer werden wir auch nicht brauchen. Ich glaube, wir werden den Hartpanzer mal einsetzen. Weil ich bin mir unsicher. Also ich glaube, drücke 2, sobald der Pfeil rot zeigt. Okay, genau in der Mitte. Toll. Verteidigung gestiegen. Wey, ja. Und damit haben wir jetzt so ziemlich für die maximale Dauer bekommen, weil ich glaube, es war relativ mittig. Also viel mehr in der Mitte ging nicht. Von daher muss ich mich da mal selbst loben. War ja klasse, ne? Also hätte man nicht besser hinbekommen können quasi. Genug des Selbstlobens hier. Wir gehen lieber mal nach oben. Bevor ich mir hier wieder in die Bredouille rede. Aber hier ist noch eine Tür. Das ist ja quasi zu einfach, hier dauernd Türen zu haben. Ah ja gut. Münzen will mehr. Hier gibt's nichts mehr? Okay. Nein. Nö, normalerweise gibt's ja immer noch versteckte Blöcke, wenn sowas ist. Aber, naja. Naja, was heißt immer, aber... Paper Mario hat es da gut hinbekommen, da ab und zu mal solche Blöcke hinzusetzen. Ja, toll. Und hier sind wir in der Falle gelandet, gegen solche Typen hier. Die haben Speer. Wir können zwar auf sie springen, allerdings nur auf die ohne Stachelkopf hier und nicht auf die Rosa. Ach, toll. Wir können zwar auf sie springen, aber nur wenn der Speer nach vorne gerichtet ist. Also muss man ein bisschen timen dann. Oder man benutzt einfach Kaboom so und haut sie gänzlich weg. So, Falle überwunden. Das war jetzt auch so schwer. Aber immerhin, ja. Haben wir es doch jetzt mal so über die Bühne gebracht. Und, ja, ich merke gerade, dass wir schon 30 Minuten spielen. Oh mein Gott, ja.
Das Kapitel ist tatsächlich ein bisschen langwieriger, muss man so sagen. Also, im Vergleich zu anderen ist es hier wirklich lang.